du Scheiße, schnell hoch! Und rein da. Ich hab keinen Bock, dass der Arsch mich runterschmeißt. Hoja! Komm her! Wo bist du, du Sack? Mein Gott, hab ich einen verpixelten Zopf. Haargummi. Muss ich da nochmal hin? Das war so ein Riesenei. Ich dachte, das würde jetzt voll das Viech rauskommen. Aber das ist ja nur so ein Viech. Ach komm, lass mich in Ruhe. Kannst mir eh nicht folgen, behaupte ich einfach mal. Wenn doch, dann werde ich das wahrscheinlich bald erfahren. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt könnte so langsam an den Speicherpunkt kommen. Ich meine nicht, dass es jetzt allzu schwierig war, aber es gibt hier doch schon recht viele Möglichkeiten, ziemlich schnell abzukacken. Oh, nicht Wasser. Wasser ist doof. Oh, okay. Gut, dass ich da die Stacheln sehe. Und da kann man scheinbar hoch. Also sieht zumindest für mich so wieder so aus. Oder sieht wieder andere Texturen einfach nur. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich werde der Sache einfach mal auf den Grund gehen. Ah, okay, da geht's noch sogar noch weiter. Ach, du Scheiße. Okay, Moment. Also, was können wir denn alles machen? Wir können ins Wasser springen. Da bin ich ja erstmal gegen. Dann, haben wir da die ganzen Scharten. Womit wir da in die Tür kämen, wenn sie denn offen wäre. Okay, also wir müssen erstmal einen Schalter finden. Ansonsten können wir da hinten nicht anlegen. Ich befürchte, wir müssen ins Wasser. Fuck it. Wir haben gerade abgespeichert. Girolimo! Flums. Gibt es auch Unterwasserdämonen oder so? Unterwassermumien, die total durchgeweicht sind? Moment, okay, nein. Wobei, ich muss schon sagen, für 96 so die Effekte unter Wasser, ne, mit der Lichtreflexion und so, schon nicht schlecht. Muss ich den ja lassen. Von Eidos und Core Design. Ah, hervorragend. Und du machst mir die Tür auf? Du machst mir die Tür auf? Das ist aber überaus freundlich. Okay. Ich frage es nur, wo können wir denn jetzt wieder hoch? Ah, da, alles klar. Schnell. Ey, ich hoffe nicht, dass das jetzt wirklich was mit Zeit zu tun hat. Ich brauche viel zu lange, um meine Sprünge zu positionieren. Bin ich jetzt tot? Nee, okay. Hätte ja sein können, weil da unten nämlich genau. Vielleicht bin ich jetzt tot. Huja! Uah! Ja, toll. Super. Ast rein. Was soll ich denn da jetzt großartig noch machen? Dann ist doch eine Todesfalle schlechthin. Egal, egal. Verdammte Scheiße. Also müssen wir es doch mit aus dem Lauf heraus machen. Ist auch nicht schlimm, wenn ich zu weit springe, weil dann rutsche ich hier runter und falle dann in diese Scharte. Ich mag das Wort Scharte. Man muss das R auch so betonen. Sonst funktioniert das nicht. Ah, komm, machen wir den Kack halt nochmal. Nein, einen weiter. Hallo. Genau. Komm. Zieh. Ich bin sehr froh, dass hier ein Speicherpunkt war. Übrigens, ne? Das ist ja an sich wirklich gar nicht so schwierig, wenn man einmal in so einem Ding drin ist. Dürfte da eigentlich kein Problem sein. So. Hoio! Fuck! Was hab ich gerade gesagt? Kommt jetzt hier auch noch eine runter? Also Hauptsache weit. Das ist erstmal das Wichtigste. Der Rest ist mir egal. Perfekt! Oho. Man nennt mich auch Mr. Skiller. Kann ich da oben auch noch hin? Auch bekannt als Lynyrd Skynyrd. Wow, wow, wow. Und. Hoio! Boah, das auch. Ey, du bist so ein stinkendes Dreckstier, ne? Oh, wie sehr ich dich verabscheue. Doch Zeit geschaltet. Verdammt nochmal. Oh mein Gott. Okay, komm, nochmal. Das schaffen wir. Ich bin zuversichtlich. Das war ja schon gar nicht mal so schlecht. Ich hab mir eigentlich Zeit gelassen. Hab ja ein bisschen umgeguckt und so, ne? Aber das Blöde ist, jetzt haben wir Zeit, jetzt mache ich mir Stress. Und das wird wahrscheinlich im Tod enden. Hoch, bitte. Ach, guck mal, die Stacheln sind jetzt weg. Ist das nicht toll?
So, komm, machen wir nochmal den hier einmal. Genau. Dann einmal. Nein! Ach, verflucht. Okay. Why? Okay, irgendwie habe ich es überlebt. Wie auch immer. Ist aber nicht so schlimm. Nicht wo? Wo springst du denn hin, Mädchen? Okay. Also ich fand jetzt irgendwie, ich habe länger gebraucht, aber kann auch an mir... Was ist das? Kann auch an mir liegen. Okay. Ich möchte da irgendwie nicht rein. Das sieht für mich so irgendwie nach einer Arena aus oder so. Ich will eine allerbeste sein. Was sind das denn da für Türen? Da kommen doch garantiert irgendwelche Viecher raus. Sobald ich rund... Oder was sind da? Löcher? Schlüssellöcher? Nee, doch nicht. Weil da im ganz rechten seht ihr, also rechts seht ihr jetzt, dass da was durchscheint, was Güldenes. Ich mag auch das Wort Gülden übrigens. So, brechet heraus! Na, schade. Hm. Oh, eine Nase, ey. Bringt mich um. Ah, okay, aber hier sind wir ein Stück höher. Vielleicht kommen wir hier hoch. Hier hoch. Was? Ey, Lara. Jetzt mal unter uns beiden. Dankeschön. Man kann einfach natürlich den offensichtlichen Schalter betätigen. Da ist Lava hinter. Och nö, der Kack fühlt sich gleich, ne? Hab ich recht? Oh, Lara, du musst schnell sein. Weil die Kammer ist gleich voller Lava. Huia! Okay, ich wäre tot. Ist das das, wo wir herkamen? Fuck. Scheiße! Falsche Tür. So. Ach, guck mal, wo wir jetzt sind. Ah, alles klar. Okay, machen wir unsere Special-Sprünge. Huia! Okay, komme ich da nach hinten auch hoch? Das wäre natürlich jetzt interessant zu wissen. Weil ich würde schon gerne noch einmal das Geräusch brrrring hören, weil das ist irgendwie schon ein bisschen befriedigend. Oh, die Kacke ist, wenn ich runterfahre, muss ich den ganzen Mist nochmal machen. Ich wollte es nicht nochmal Kack sagen. Man muss ja ein bisschen variieren in seinem Vokabular. Okay, so. Hoja! Ah, sehr schön. Rollender Block? Nein, doch nicht. Hätte ja sein können. Lange keine Gegner mehr gesehen hier. Was passiert jetzt? Gut. Ja. Haben wir den Schalter also betätigt? Das ist doch schon mal was. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Hat uns doch irgendwo... Wo habe ich mir noch so irgendwo gedacht? Boah, da willst du jetzt aber mal rein, Dennis. Ich weiß es nicht. Ja gut, unter Umständen müssen wir jetzt den ganzen Mist nochmal machen. Weil wir springen doch viel zu weit, oder nicht? Ah, wir können es ja mal versuchen. Nein, verdammt. Falsch war das. Ja, das dachte ich mir nämlich. Da müssen wir nochmal das Hebelchen betätigen. War denn jetzt noch was mich interessiert? Also hinten war ja eigentlich nichts mehr. Würdest du da bitte mal hochklettern? Lara! Verdammt, wir haben nicht alle Zeit der Welt. Mach schneller im Bad. So. Ich glaube, da ist gerade wieder was zugegangen. Kann das sein? Aber ich kann mich ja gleich nochmal in einem Raum mal durchgucken. Umgucken. Durchgucken, genau. Hui, ja. Hervorragend. Und huia! Ah, okay, alles klar. Da kann ich bestimmt drauf klettern, oder? Ach, die Tür! Ah, aha. Einerseits kann ich natürlich... Oh, fuck. Ich glaube, die sind auf gleicher Höhe, ne? Also nicht auf gleicher Höhe, sondern auf gleicher Entfernung. Dann favorisiere ich lieber den niedrigeren.
Mikrofon nicht, dass ich dann in der Lava hänge. Hilfe! Okay. Okay, jetzt ist die Tür hinter mir zugegangen. Ist nicht so schlimm. Stimmt, die Tür habe ich total übersehen. Aber wie kann das sein, dass hier einfach mal sich das Gestein einfach mal ändert? Oh, danke schön. Und noch ein Speicherpunkt. Vielen, vielen Dank. Ja, komm, dann benutze ihn bitte auch. Danke. Was man immer bitte sagen muss bei ihr, ne? Das ist ja schrecklich. Weil mittlerweile haben wir schon ein gewisses Verhältnis, ne? Wir sind schon einige Stunden zusammen. Geröll. Ah, noch nicht. Noch nicht. Also, das ist verdächtig. Stacheln? Natürlich Stacheln. Hab schon wieder pf, pf, gehört. Das ist auch nicht mein Handy, nein. Wasser, hey. Was ist das jetzt für ein Geräusch gewesen? Was nur für die Dramaturgie? Kein Luftloch, das ist doch schon mal sehr viel wert. Aber ein Medipack, nein. Shotgun-Munition, ist ja fast das gleiche. Ich verbinde mich auch meistens ziemlich gern mit diesen Hülsen. Ja, die Shotgun-Munition gehört ja auch zu den Hülsenfrüchten. Oh, heute gibt es echt einen Brüller nach dem anderen bei mir, ist ja unglaublich. Wäre mal schon was passiert, wenn ich mal wieder gesund bin, ne? Ich drehe wieder am Rad. Okay, toll. Was ist das für eine Falle? Die ist neu. Oh, die ist einfach nur größer. Ist das ein Flugspacko? Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Ja, wird die aktiviert, wenn ich da durchgehe, oder was? Oh, du Scheiße. Komm, bring ihn um, 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 bevor er da ist, bevor er da ist! Dass du dich nicht mal eigenständig umdrehen kannst, du... Du süße Drecksfrau. Oh, okay. Hat, ist ja nochmal gut gegangen. Okay, ich habe die gerade aufs Übelste beleidigt. Ist ja nicht schlimm, die ist halt gewohnt von mir. Balabam. Ja, vor allem, die guckt dann einfach nur, wirklich, weil sie guckt dann die ganze Zeit... Okay, jetzt komme ich noch hin. Okay, ich komme zwar nicht mehr dran, kann nicht mehr schießen, aber ich gucke dem Typ einfach noch hin und her, noch hinterher, der mich töten will. Das ist ja schon, das ist wirklich schon fast Nintendo-Logik. So, okay. Hey! Ey, wie viel Schuss haben wir denn jetzt mittlerweile? 1275, oh mein Gott. Ist auf jeden Fall nicht wenig. Auch schönes Wasser diesmal sogar. Nicht so eine Plörre. Okay, da war aber nichts. Hätte der Seiko direkt hinter mir. Ist das Strömung oder was? Irgendwo ein Häbelchen, da kann ich schon mal durchschwimmen. Und ein Speicherpunkt, oh mein Gott. Ich werde verwöhnt vom Spiel. Oh, und ein Medipack. Apropos verwöhnt, komm, bist. Lara, dankeschön. Habe ich irgendwie bessere Lungen bekommen oder so? Habe ich irgendwann mal eingesammelt? Da komme ich so vor, als würde ich jetzt nicht mehr so schnell den Sauerstoff verlieren wie vorher. Also oben war schon mal ein Schalter. Ein Schalter. Okay, hier erwarten mich wieder. Das sind garantiert geflügelte Gegner. Hier kommt auch das Geräusch her. Und hier ist zu. Aber, willst du mir jetzt nicht sagen, dass er da nicht rüberklettern kann, oder was? Ach, lahm. Manchmal bist du ja schon ein bisschen lächerlich, ne? Also. Ah, egal, komm. Dann gehen wir halt erstmal zurück. Das sind diese Eier, die Geräusche machen, glaube ich. Oder die Kokons, ist kein Plan. Mit jedem Schalter geht eine Tür auf und wird ein Ei zerbrochen, oder was ist jetzt hier los? Also ich sehe jetzt gerade nur drei. Das sind wahrscheinlich sechs. Ups, ich habe es nicht gesehen. Fuck. Ich vermute mal, es war eine unter Wasser. Hier ist auch noch einer, ne? Jawohl.
Oder es gibt ein paar Nieten. Das Fuck. Spring einfach weg und baller den Arsch über den Haufen. So, danke schön. Uff. Oh, fuck. Oh, Schatz. So. Da riecht über mir ist noch einer. Der ist mir auch ein bisschen unheimlich. Okay, das war die dritte Tür. Okay. Man muss ja auf alles gewappnet sein. Für. Nicht auf. Dass hier so eine scheiß Panther-Bombe wieder rauskommt. Oh, der war sowas von perfekt ausgewichen, ne? Ich hätte Stuntman werden sollen. Danke. Okay, jetzt sind sie, glaube ich, alle offen. Sind auf jeden Fall alle betätigt. Ja, komm du jetzt auch noch raus, bitte. Danke. Ach, der schießt auf mich. Fuck. Ich dachte, der spackt da, also ich dachte, der glitscht da ein bisschen rum. Haha. Egal. Ich wollte wieder so cool aus, weil es hat aber nicht funktioniert. Wuhu. Flansch. So. Was hier? Ach nee, dahin war es ja direkt schon. Hey, endlich ist der Weg frei. So. Das sieht voll nach Pizzakäse aus. Ich habe jetzt so Bock auf Pizza, ne? Oh, boah, mir läuft gerade echt ein bisschen der Speichel im Mund zusammen und auseinander. Das sieht jetzt aus nach Ekel. Ich bleib lieber beim Käse. Ich darf nicht beim Käse bleiben. Was ist denn jetzt hier schon wieder für ein Scheißschalter, ey? Der macht mich schon wieder fertig. Mann. Hä? Warum ist der Schalter direkt neben der Tür? Warum haben die Tür denn überhaupt da hingebaut? Den sind wir jetzt noch feststellen, Dennis. Okay, der Ausgang ist jetzt dicht. Okay. Vielleicht sollte ich doch erstmal den anderen Weg gehen. Ah, okay. Okay, das sieht aus wie eine Pizza, die im Ofen ist. Und der Käse so ein bisschen vor sich hin atmet. Okay. Wo? Okay, da. Okay, aus irgendwelchen Gründen ist die Kugel immer weg, wenn ich den Raum verlasse, oder wie, oder was? Ich versuch's gerade zu verstehen. Aber ich habe Schwierigkeiten. Bin ich ehrlich. Ich sehe doch nichts. Oh mein, gucken wir da erstmal. Erstmal in das Lückchen rein. Oh, da geht's weiter, okay. Es ist so fucking dunkel. Ich glaube, da ist irgendwas, aber. Also sieht man, dass dann ab und zu hier so Laras Beine und Arme verschwinden. Aber ich kann leider nicht deuten, was es ist. Ich hoffe mal keinen Schalter, echt nicht. So eine Kacke habe ich nicht schon wieder Bock. Da muss doch für irgendwas da sein, hier, der Kack. Muss ich mich vor irgendwas verstecken? Bäh. Ups. Man kann doch bestimmt mit dem Stein irgendwie den anrollenden Stein blockieren, oder? Oder ist er gleich auch wieder an Ort und Stelle? Okay, hier ist nämlich nichts mehr. Abgesehen vom Pizzakäse natürlich. Okay, gut, dann gehen wir nochmal raus und wieder rein. Und ich hoffe, dass der Stein dann noch steht. Und ich dann wo ist die Tür denn jetzt zu? Ich verstehe hier überhaupt gar nichts mehr. Tut mir leid.
Okay, der Stern steht da noch. Das ist gut. Oh. Jetzt kommt noch einer. Stachel von unten. Bläh, tot. Okay, wir sind schon wieder hier in dem Lava-Raum. Kack. Bitte mach ihn tot. Na okay, dann halt nicht. Ah, ich will ja wirklich nichts riskieren. Ich will, dass der Arsch wieder runterkommt, bitte. Das hast du schon mal gemacht.